Mal herzlich willkommen zurück zum Video, und zwar Mod-Vorstellung mit Ausland TV. Und ja, heute in diesem Sonntagabend, ja, wir schauen uns jetzt hier einen Mod wieder an, wurde mir vorgeschlagen, und zwar einen Traktor, und zwar einen Case Traktor CS Serie. Der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Ja, genau. So sieht er aus. Ja, hat schon gewisse 50 PS, 310 Liter Tank, ist ein handgerüsteter Schlepper, 40 km/h, mit 8,7 Tonnen. Dieser 50 km/h, schon mal egal. Ja, 35.000 kann ich mal sagen, ne? Ja. Ein kleines Problemchen hier beim Schlepper, der hat relativ viele Warnings hier drin. Und ja, es ist so ein kleiner Fehler bei dem Schlepper. Aber gut, also muss man ein bisschen mit Vorsicht beachten. Ja, Motor ist auch noch 50 PS. Da können wir hier 10 PS mal Boost, 20 PS Boost, 25 PS Boost, und das war's. Kostet auch nur 500 Euro mehr. Ja, Reifenstärke ändern von Michelin auf Redenstein, Tilburg, Nokia. Und ja, wir können die Variante leider nicht ändern. Nehmen wir jetzt mal hier ein Nokia. Können wir hier auswählen: Beikotflügel, vordere Kotflügel, hintere Kotflügel, oder gar keine Kotflügel. Nehmen wir mal mit. Und Unterschied können wir auswählen: links, rechts. Also links und beide, wie gesagt. Nehmen wir hier beide. Dann können wir die in LED umwandeln. Wie wir halt wollen. Dann können wir hier die Anzeige hier innen drinnen anschalten, dass wir hier drin wird sehen. Dann Enter Logo. Holen wir Lager aus. Das ist ein kleiner Auspuff, Blende. Können wir hier wählen. Also, ihr seht, er hat schon ein paar hier mit. Das ist so ein Chromgitter, sag ich jetzt mal. Fortblitzer. Hat er hier die zwei dann. Und Motor oben ist halt hier weiter oben halt gut. Also, wir können natürlich hier alle auch auswählen. Dein Frontlader ist so ein kleiner, ja, weiß nicht. Power Top Block, also Power Frontlader halt, Quicke und Lizard. Ja, gut, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber gut, wenn wir mal hier gar keine kaufen, das mal. Ich schaue mal kurz, ob Frontlader dabei sind, aber ich weiß nicht. Nö. Ja, genau. Schauen Sie an, ich habe noch einen anderen Schlepper hier stehen. Ja. Wir müssen das jetzt nicht so genau angucken, weil so wunderschön ist das ja nicht. Hier kann ich ein bisschen durchlunzen, Hallöle. Ein Motor, aber ist hier nichts, komischerweise. Zapfwelle. Wie gesagt, dazu ist eine Videobeschreibung. Ist okay, sag mal, hier die Akkuschiebe ist ein bisschen komisch gemacht. Hier weiß nicht, was hier, das hier für rote und weiße Umrisse sein sollen. Sollen vielleicht die Fanghaken sein oder die Kugeln sein. Sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Aber sonst geht's eigentlich voll. Schnellkuppler. Der Sound ist cool. Also, der Sound ist schon cool. So, wie gesagt, hier Bremslicht. Kann man gucken hier. Der geht so gut in Federung rein. Der braucht halt so ein bisschen, bis halt umschalte in Vorwärts oder Rückwärts. Sogar jetzt auf Rückwärts. Und es dauert halt so ein bisschen. Aber gut. Ist alles nicht so wild. Lichter hier. Voll Lichter und Umleuchter hier. Ach, guck mal, das ist unten LED, das wusste ich gar nicht.
Aber hier vorne die Frontblitzer. Warnblinker. Wird leider nicht angezeigt. Innen drin ist ein bisschen mau, finde ich, hier vorne gerade. Aber sonst, ja, ist okay. Radio hat er. Zwei Radios, sowas wichtig. Klimaanlage und Beleuchtung. Kann ich jetzt nochmal hier kurz die Nacht anschalten. Halt, was soll jetzt, dass wir jetzt zurückgehen? So, ist doch Feldbeleuchtung ganz okay eigentlich. Kann ich sie nicht meckern. Und ja, genau. Und wir haben Tag hier. Jo. So. Wie gesagt, so genau kommen darf man da halt nicht so ganz hingucken. Hier was raus, aber im Lenken. Und so, er fährt 50 km/h fährt er auch. Nicht wie im Shop 40 angegeben. Ist auch nicht der Beschleunigungs-Ferrari unter den Traktoren, aber gut. Spiel gehen leider auch nicht. Ist halt einfach so ein günstiger Schlepper. Und ja, auch schon ganz cool eigentlich. Also für den Preis ist ja eigentlich ganz gut. Außer den Warnings, das ist ein bisschen schade. Ja, trotzdem finde ich den Schlepper eigentlich ganz cool. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Oder einen schönen Tag noch und ciao. Euer Aston TV.